Schönen guten Abend. Wir fangen wie immer pünktlich an, wie fast immer. Schönen Abend. Mein Name ist Matthias Beusner. Ich bin Leiter der klinischen Abteilung für Onkologie und Organisator des Forum Krebs bei Frauen. Manche von Ihnen werden schon vielleicht mehrere Ausgaben unserer Webinarserie gesehen haben. Es ist heute die letzte schon in dieser Serie. Wir hoffen, dass wir in Zukunft wieder weitere Formate auflegen können. Diese Seminarreihe ist von meiner Abteilung organisiert, gemeinsam mit dem Professor Bartsch, und wird unterstützt vom Bundeskanzleramt Sektion Frauen und ganz speziell auch von der Frau Bundesministerin, Frau Dr. Raab. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Heute geht es um ein wichtiges Thema, oftmals ein bisschen übersehenes Thema, nämlich Krebserkrankungen und Migration. Wir haben hier heute als Sprecherin Frau Professor Aysegül İlhan Mutlu. Sie ist Oberärztin und Professorin an meiner Abteilung, stammt selbst aus der Türkei, hat eine unglaubliche Karriere schon hinter sich gebracht und ist immer noch höchst aktiv, ist eine international sehr anerkannte Spezialistin, insbesondere für Krebserkrankungen des Magens und der Speiseröhre, und wird uns eben heute ihre Gedanken und Einblicke in dieses wichtige Thema geben. Wie immer wird es circa 20 Minuten bis halbe Stunde, eher halbe Stunde Vortrag geben. Bitte schon währenddessen gerne Ihre Fragen in den Chat schreiben, und danach werden wir noch Gelegenheit haben, ein bisschen zu diskutieren, und darauf freue ich mich auch schon. Gut, Aysegül, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ich übergebe an dich. Vielen Dank. Vielen Dank, einen guten Abend wünsche ich Ihnen alle. Vielen Dank für die Einladung. Am Ende fast vierten Pandemiejahres hat mich die Covid-Erkrankung leider auch erwischt, das erste Mal. Mir geht es aber gut. Ich bin fast asymptomatisch, aber aufgrund dieser Erkrankung konnten wir leider die Präsentation oder den Vortrag heute nicht in Person halten. Und somit möchte ich mich für die Organisatorinnen auch ganz herzlich bedanken für die Flexibilität, dass der Vortrag so unkompliziert halt auch in Online-Format umgestellt werden konnte. Nun, danke Matthias für die einleitenden Worte. Ich möchte auch mit einem Vorstellungsslide beginnen, wer ich bin und warum ich diesen Vortrag halte. Also einen Interessenkonflikt-Slide sozusagen. Interessenkonflikt ist ein ganz wichtiger Begriff und wichtiges Thema in Medizin oder in der Onkologie. Wenn ein Forscher oder ein Wissenschaftler einen wissenschaftlichen Vortrag hält, soll so eine Interessendeklarierung Angabe am Anfang vorlegen. Das bedeutet, ich muss dann halt sozusagen angeben, welche persönliche, welche finanzielle, familiäre, geschäftliche, wie noch immer, Interessen ich im Hintergrund hatte, weil diese Interessen können potenziell Inhalt meines Vortrages beeinflussen. Und wenn das der Fall ist, werden Sie als Zuhörer meinen Vortrag mit diesem Hinblick oder mit diesem Filter sozusagen zuhören. Darum ist eine Interessenkonfliktdeklaration sehr wichtig, und mein Interessenkonflikt für diesen Vortrag ist das, dass ich selbst keine Integrationsforscherin bin. Ja, aber den Vortrag halte ich gerne wegen ein paar zusätzlichen Qualifikationen oder Gründe, die ich denke, ich habe. Ich bin eine Onkologin, also da. So ist der Vortragstitel: Forum Krebs bei Frauen, Krebs und Migration. Wie gesagt, ich bin eine Onkologin, und ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht: Ich bin selbst eine Migrantin, und somit bin ich jemand, die direkt halt in diesem Gebiet halt beteiligt ist. Ich bin eine gebürtige Türkin, die mit 18. Lebensjahr halt nach Österreich migriert ist und hier studiert hat und weitere akademischen Laufbahnen eben hier absolviert hat. Und auch ein ganz nicht unwesentlicher Punkt aus meiner Sicht: Ich bin selbst eine Frau, und somit denke ich, als Onkologin, die selbst Migrantin ist und die selbst halt eine Frau ist, denke ich schon, dass ich hier über diesen bisher nicht wirklich geforschten und nicht wirklich thematisierten Gebiet etwas sprechen darf. Das bin ich, und die Frage ist jetzt, kommt als nächstes: Wer sind Sie? Ja, als Zuhörer soll ich dann ungefähr abschätzen, wer diesen Vortrag zuhören muss, damit ich meinen Vortrag inhaltlich anpassen kann. Ich gehe davon aus, das sind viele halt Zuhörer hier anwesend, die selbst einen Migrationshintergrund haben, die dann
Nicht-Patienten sind, halt nicht an onkologischen Erkrankungen erkrankt sind, aber halt Interesse in diesem Gebiet haben oder halt sie sind dann selbst ein Patient und haben sie einen Integrationshintergrund mit Migrationshintergrund und wollen sie daher den Vortrag zuhören oder eben vielleicht sind sie ein Angehöriger von einem Patient, der selbst einen Migrationshintergrund hat. Oder es sind dann hoffentlich auch einige Kolleginnen und Kollegen oder halt einige Menschen vom Gesundheitsbereich anwesend, die dann halt für das Thema eben Interesse haben, weil, wie gesagt, diese Situation viele Patienten betrifft und letztendlich natürlich die allgemeine Bevölkerung, die für die demografische Fragen Interesse haben und gerne halt neue vielleicht Dinge zuhören möchten. Und ich hoffe, für all diese Gruppen kann ich heute etwas interessant sagen und berichten. Heutige Agenda sieht auch Folgendes aus. Wir werden beginnen mit verfügbaren Statistiken zur Migration und onkologische Erkrankungen in Österreich. Und dann setzen wir fort mit der Fragestellung, ob es onkologische Erkrankungen gibt, für die die Migrantinnen anfälliger sind und welche besondere Bedürfnisse die Menschen mit Migrationshintergrund bei onkologischen Erkrankungen haben, wird das nächste Thema und ein wichtiges Thema sein. Und letzte Kapitel des heutigen Vortrages wird sein, welche praktische Lösungen können wir für diese speziellen Bedürfnisse anbieten. Und hier werde ich einige auch persönliche Erfahrungen hoffentlich berichten. Fangen wir mit dem ersten Kapitel. Ich glaube, wir sollten allererstes sozusagen den Begriff definieren, was das bedeutet. Was bedeutet ein Migrant? Wer ist denn jemand, der Migrationshintergrund hat? Was sind die Definitionen? Laut Vereinigten Nationen mit Migrationshintergrund sind die Menschen, gewohnt, beide Elternteile im Ausland geboren sind. Und das ist unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Das ist die Definition von Migrant. Ja? Und so sieht die Statistik aus in Österreich. Ich habe diese Statistik von Statistik Austria extrahiert. Hier sehen Sie einen ganz eindeutigen Trend und eine eindeutige Zunahme von Migrantenanteil innerhalb der österreichischen Bevölkerung. Und hier sind unterschiedliche Jahre dargestellt. Von 2012 bis 2022 sind die Migrantenanteile dargestellt. Und hier sehen Sie, dass letztes Jahr 26% der österreichischen Bevölkerung einen Migrationshintergrund hatte. Und warum hier zwei unterschiedliche Farben dargestellt sind, hat auch einen Grund. Die Migranten werden den halt klassifiziert als Migranten erste Generation und Migranten zweite Generation. Und das ist, wie gesagt, unabhängig von Bürgerschaftsstatus. Ich bin jemand, der im Ausland selbst geboren ist und wo meine Eltern auch selbstverständlich im Ausland geboren sind. Ich bin ein Migrant erste Generation. Meine Kinder und mein Mann ist dann genauso so wie ich. Und meine Kinder sind zwar in Österreich geboren, besitzen österreichische Staatsbürgerschaft. Die sind nirgendwohin migriert, ja, die sind von Geburt an in Österreich, aber die gelten laut Statistik und laut Definition auch als Migrant, weil sie eben von Eltern geboren sind, die im Ausland geboren sind, also wie wir. Wie gesagt, zwei Drittel von zweiter Generation und ein Viertel von erster Generation besitzen österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind dann so etwa 6% von der gesamten Bevölkerung, die als Migrant gelten, aber österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Aus meiner Sicht ein interessanter Punkt. Zwei relevante Gruppen sind hier nicht mit abgebildet. Das sind die Migranten dritte Generation. So ein Begriff gibt es zum Beispiel nicht, beziehungsweise nicht innerhalb der Statistik mit erfasst. Ja. Das heißt, also besonders wir wissen, für österreichische Dimensionen hat die Österreich eine sehr starke Gastarbeiterwelle bzw. Migrantenwelle in den 50er, 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt von ex-jugoslawischen Ländern und aus der Türkei. Und von diesen Migrantengruppen kommen jetzt die dritte Generation. Ja? Also die dritte Generation, die bereits hier geboren sind, zweite Generation ist auch hier geboren. Aber nachdem zweite Generation hier geboren ist, gilt diese dritte Generation sozusagen nicht mehr als Migrant. Ja? Aber die sind dann die Kinder von migrantischen Eltern mit Migrationshintergrund. Also diese dritte Generation ist hier nicht mit abgebildet, beziehungsweise
Es ist auch etwas hier nicht abgebildet, die Personen mit einem im Ausland geborenen Elternteil, weil um Migrant zu sein, müssen beide Elternteile im Ausland geboren sein. Und somit sind diese beiden Teile und somit kann man sagen, dass diese unter Anführungszeichen Dunkelziffer deutlich höher ist als 26%, was in der Statistik Austria mit abgebildet ist. Das ist ein sehr heterogener Begriff, ja. Also wenn wir dann sagen oder wenn wir dann über Migranten sprechen, ist es ein ganz, ganz, also im nächsten Slide werde ich dann noch detaillierter darüber sprechen. Das sind von den Nicht-Österreich-Staatsbürger, Migranten, ist das eine sehr heterogene Gruppe von unterschiedlichen Staaten. Also die höchste Anteil gehört zu Deutschland. So wie Sie sehen, innerhalb 10 Jahren von 2013 bis 2023 ist der Anteil von deutschen Migranten deutlich gewachsen und haben wir momentan so etwa 2025.000 deutsche Migranten. Und wie Sie sich dann vorstellen können, Gründe von Migration ändern sich natürlich auch extrem, ja. Also der Grund von deutschen Migranten und der Grund von ukrainischen oder halt syrischen Migranten oder halt türkischen oder ex-jugoslawischen sind komplett anders. Das sind unterschiedliche Bevölkerungsschichten, unterschiedliche Personen und unterschiedliche natürlich Bedürfnisse. Zu dem Thema kommen wir dann noch. Dann kommen die Rumänischen, die dann auch stark gewachsen ist und dann Serbien, Türkei und dann Syrien und ukrainischen Migranten machen hier haben eine Ausreisefunktion, ja, also Ausreisestellung. Ja. Vor 10 Jahren waren sie dann kaum mit abgebildet, aber innerhalb 10 Jahren sind sie dann halt eine relevante Menschengruppe geworden. Also so ist dann die staatliche Verteilung. Es mag sein, dass sie dann denken, okay, also das ist der Zustand, aber das wird sich dann halt lösen. Also bald, also diese Menschen sind ja dann hier und arbeiten hier und dann die Kinder kommen dann hier auf der Welt und die Kinder werden dann nicht mehr Migranten sein, beziehungsweise die Kinder von diesen Kindern. Nein, die Situation von Migration oder halt Menschen mit Migrationshintergrund wird höchstwahrscheinlich in Österreich immer ein Thema werden. Wenn wir uns diese Projektion-Slide anschauen auf der rechten Seite und hier sehen Sie eine Annahme von Bevölkerungswachstum von Österreich, ja, was würde dann passieren, wenn Österreich keine Migration bekommen würde, wenig Migration oder halt hohe Wanderung oder hohe Migration? Also mit nur hoher Wanderung kann dieser Bevölkerungswachstum, was wir derzeit haben, beibehalten werden. Und wenn diese Migration halt oder halt die Wanderung komplett stoppen würde, würde die Bevölkerungswachstum laut Statistik Austria ungefähr so aussehen. Also deswegen, wie gesagt, das ist dann meine halt eigene Interpretation vielleicht, dass das halt diese Situation erhalten bleiben wird. Und dann kommen wir dann langsam zu onkologischen Zahlen. Das sind allgemeine onkologischen Zahlen, damit Sie sich eine Vorstellung haben, wie die Zahlen von onkologischen Erkrankungen in Österreich aussehen. Also wir haben in Österreich jährlich, das sind wiederum die Daten von Statistik Austria, wir haben jährlich 43.000 neue Fälle. Die Sterblichkeit, die Mortalität ist bei 20.000, also so 21.000 pro Jahr. Und 5 Jahre Prävalenz, also 5 Jahre Vorhandensein von Erkrankung oder insgesamt diese kumulative Vorhandensein ist bei 120.000, ja. Und die Häufigkeit von unterschiedlichen Tumorerkrankungen sehen dann so aus. Zwischen Männern und Frauen gibt es natürlich einen bemerkenswerten Unterschied, dass die Brustkrebserkrankung bei Frauen die häufigste Tumorerkrankung ist und bei Männern ist es die Prostataerkrankung. Aber noch einmal, das sind die Zahlen für allgemeine Bevölkerung. Ich habe die Zahlen erwähnt, damit Sie sich dann ungefähr auskennen. Und gibt es onkologische Erkrankungen, für die Migrantinnen anfälliger sind? Kurze Antwort auf diese Frage. Für österreichische Dimensionen haben wir leider keine konkrete Zahl. Ja, die Zahlen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, sind die Zahlen von Statistik Austria. Es gibt auch einen österreichischen Migrationsreport. Ja, und es gibt auch dort eine Gesundheitskapitel. Onkologische Erkrankungen würden leider sehr wenig dort thematisiert. Ja, wir können aber anhand unterschiedlicher Merkmale etwas interpretieren, ja, wie es in der migrantischen Bevölkerung oder halt bei Menschen mit Migrationshintergrund ungefähr ausschauen würde. Ich habe hier ein Tumorgewebe abgebildet.
Hier sind, das Gewebe ist sehr heterogen, ja. Hier gibt es nicht nur Tumorzellen, sondern viel mehr andere Zellen als Tumorzellen, und ja, mit der Tumorzellen an und für sich, die haben eine komplett andere Morphologie, zu komplett andere Erscheinungsbild, also Gefäßzellen, Bindezellen und also Abwehrzellen, Immunzellen oder halt Neuronen, also die Nervenzellen und so weiter. Wir müssen das Tumorgewebe sehr gut kennen, damit wir unseren Patienten die beste Therapie, zielgerichtete Therapie und die effektivste Therapie anbieten können. Das sind unterschiedliche Therapieoptionen derzeit in der Onkologie verfügbar. Und ich denke, wenn wir dann über Migranten sprechen, sollen wir dann auch, so wie ähnlich, dass wir dann Tumorgewebe kennen müssen, müssen wir dann halt die unterschiedlichen Eigenschaften und Merkmale von Menschen mit Migrationshintergrund kennen. Ja? Hier habe ich ein paar Punkte oder ein paar wichtige Elemente zusammengefasst. Migrationsgrund ist natürlich ein extrem wichtiges Merkmal. Also hat das damit zu tun, ja, dass dieser Mensch sozusagen wegen wirtschaftlichen Gründen migriert hat, oder ist das ein Flüchtling von einem Krieg? Ja? Herkunftsland ist auch wichtig, weil Herkunftsland bzw. mit Ethnizität zu tun hat, und auch Ethnizität kann eine Rolle spielen. Bildungszustand ist natürlich extrem wichtig. Ja? Alter, besonders wenn wir über Gesundheit sprechen und besonders wenn wir über onkologische Erkrankungen sprechen, spielt Alter eine extrem große Rolle. Und im österreichischen Migrationsreport war eine große und separate Kapitel über Einkommenslage und Armutsgefährdung. Und diese Unterkapitel würde direkt mit Gesundheit in Verbindung gestellt. Das etwas, was aus meiner Sicht auch Sinn macht. Ja? Und das würde auch ziemlich detailliert erklärt, so allgemein mit der Gesundheit, weil hier ist von diesem Report eben, hier ist eine Zusammenfassung vom Einkommen von Menschen mit österreichischen Staatsbürgerschaft, aber halt mit nicht migrantischen Hintergrund und mit Migrationshintergrund. Und da sehen wir eindeutig, das sind dann hier 2011, 2016 und 2021 mit abgebildet. Und hier sehen wir eindeutig, dass Menschen ohne Migration, also Menschen mit Migrationshintergrund, ein deutlich weniger monatliches Einkommen haben als Menschen ohne Migrationshintergrund. Also das sind natürlich von dem Arbeitsmarktservice oder halt die anderen Einkommen, das alles sind ausgeschlossen. Das sind tatsächlich die Menschen, die arbeiten, und dann die Einkommen würde halt so durchschnittlich kalkuliert. Das heißt, die Menschen mit Migrationshintergrund bekommen deutlich weniger Einkommen und sie sind deutlich mehr an Armut gefährdet. Und laut österreichischen eben Migrationsreport hat das sozusagen mit einem schlechteren Gesundheitszustand zu tun. Und Alter habe ich gerade erwähnt. Das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, weil Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund sind jünger. Also laut diesem Migrationsreport, auch die sind deutlich jünger im Vergleich zur Gesamtbevölkerung bzw. im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Und wir wissen, besonders die onkologischen Erkrankungen korrelieren oder halt assoziieren ganz stark mit fortgeschrittenem Alter. Aber das sind halt indirekte Interpretationen. Als ich denn diesen Vortrag vorbereiten sollte, habe ich mir gedacht, wir können dann vielleicht sehr viel auch von dem Beispiel von Vereinigten Staaten lernen, weil in den Vereinigten Staaten gibt es auch Minoritäten, nämlich afroamerikanische Staatsbürger und auch die hispanische Staatsbürger, die dann eine ähnliche Situation haben wie die Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich. Da dürfen wir natürlich die unterschiedlichen Begriffe nicht miteinander vermischen. Das ist nicht ganz sauber. Das ist mir schon bekannt, weil Minoritäten oder eine Minorität oder halt, also eine Minoritätengruppe zu sein, ist nicht immer gleich, eine Migranten zu sein. Österreich hat anerkannte Minoritäten, Kroaten oder halt Slowenien. Also das sind unterschiedliche, wirklich von Staat prädefinierte Minoritäten. Aber hinsichtlich des sozialen Status und hinsichtlich des Armutgefährdung und Einkommenslage und so weiter, denke ich schon, dass dieser Vergleich auch nicht hundertprozentig falsch ist. Und wir wissen, in den Vereinigten Staaten wird darüber, besonders in der letzten Zeit, wirklich sehr viel geforscht über afroamerikanischen Menschen, dass sie dann halt
eine nicht vulnerable Situation haben und eine vulnerable Stellung haben. Und wie man halt das verbessern kann, ist eine Sache von intensiver Wissenschaft. Und deswegen habe ich diese Erfahrungen von denen gesammelt. Ja? Nun, hier sehen Sie, das sind dann die Daten von Österreich, von dem amerikanischen Disease Center for Cancer Prevention. Das ist dann eine sehr große staatliche Institution. Und dann auf der rechten Seite habe ich die Daten von österreichischen Migrationsreport extrahiert. Amerikanischen Report sagt, schwarze Amerikaner rauchen mehr Zigaretten als Weiße, und schwarze Amerikaner sind häufiger dem sogenannten Passivrauch ausgesetzt, ja. Und wenn wir uns Migrationsreport anschauen, österreichischen Migrationsreport, ein ähnlicher Finding, ja. Also ein ähnlicher Befund, dass Migranten leider mehr Zigaretten rauchen als die Menschen ohne Migrationshintergrund. Eine andere wirklich Ähnlichkeit von österreichischen Report und amerikanischen, dass die schwarzen Erwachsene neigen seltener zu starkem Alkoholkonsum, und das ist in Österreich auch interessanterweise ähnlich. Und Fettleibigkeit ist bei schwarzen Erwachsenen am häufigsten, und hier ist der österreichische Report, dass Fettleibigkeit bei Menschen mit Migrationshintergrund leider mehr ist. Also das ist dann, wenn Sie dann unten gehen, das sind dann Menschenpopulationen mit Migrationshintergrund von unterschiedlichen Ländern. Ganz oben sind die Menschen ohne Migrationshintergrund. Und die Impfung oder die Impfrate sind bei Menschen und sind bei Schwarzen weniger, bei der afroamerikanischen Bevölkerung in Vereinigten Staaten und auch in Österreich bei Menschen mit Migrationshintergrund ist die Impfung weniger. Somit kommt die amerikanischen Center for Disease Prevention, und hier habe ich dann die Zitat auch eingefügt, zu der Interpretation: Schwarze Menschen haben insgesamt die höchste Sterblichkeitsrate bei Krebs. Also das sind wissenschaftlich nachgewiesene Ergebnisse. Und diese Menschen haben auch insgesamt niedrige 5 Jahre Überlebensrate. Und bei schwarzen Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Frauen besonders in einem späteren Stadium an Brust, Lunge oder Darmkrebs diagnostiziert wird, höher als bei Weißen. Das heißt, man assoziiert diese schlechte Prognose oder schlechte Situation nicht unbedingt mit der genetischen Lage oder mit der Ethnizität, sondern halt tatsächlich mit schlechter gesundheitlicher Versorgung von afroamerikanischen Menschen plus späte Diagnosen. Bei Krebserkrankungen müssen Sie früh diagnostizieren. Wenn Sie spät diagnostizieren, kann das leider zu spät sein. Solche Daten fehlen leider in Österreich, aber aufgrund dieser Ähnlichkeit von allgemeinen Merkmalen von diesen beiden Bevölkerungen können wir dann sagen, dass das halt in Österreich auch ähnlich aussehen wird. Und es gibt einen anderen Report, den ich hier auch zitieren möchte, nämlich Migration- und Gesundheitsreport von Weltgesundheitsorganisation. Das ist ein sehr dicke, große 400 Seiten großer Report, wo für EU halt auch eine separate Kapitel erwähnt wird. Und ich habe hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Die sind sehr ähnlich zu dem, was ich gerade über afroamerikanischen Bevölkerung in Vereinigten Staaten erwähnt habe. Das heißt, wir können dann wirklich viel lernen, was es dort halt für diese Bevölkerung gemacht wird, weil auch laut WHO die Situation von Flüchtlingen und Migranten auch in Europa nicht unterschiedlich sind. Diese Menschen leiden mehr an Depressionen und auch Angstzustände. Diese Menschen haben mehr Diabetes-Erkrankungen, also zuckerkrank sind sie dann deutlich mehr anscheinend, und sie sind dann häufig mit unterschiedlichen Infektionskrankheiten ausgesetzt, weil aufgrund dessen, weil sie weniger geimpft sind oder halt aufgrund dieser Migrationsprozedere halt mehr mit unterschiedlichen Keimen in Verbindung gekommen sind. Und dann Zugang zu soziales System und Gesundheitsdiensten sind bei Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund halt weniger aufgrund der Rechtsstatus. Also dieser Rechtsstatus, diese Situation ist Gott sei Dank in Österreich nicht wirklich ein Problem, aber aufgrund der Sprachbarrieren, Diskriminierung und so weiter. Und männliche Migranten erleiden deutlich mehr arbeitsbedingte Verletzungen als die Hauptbevölkerung, sagt der WHO. Und dass die Migranten, also auch WHO sagt, dass die Migranten halt an bestimmte Krebserkrankungen später diagnostiziert werden, das mit einer schlechteren Prognose assoziiert.
Genau, also die direkten Daten aus Österreich fehlen, aber das sind dann die indirekten Daten, die uns zeigen, dass das hier ein großer Bedarf besteht, weil die Erkrankung halt später diagnostiziert wird, weil diese Menschen halt als eine vulnerable Gruppe darstellen. Und was sind die besonderen Bedürfnisse? Ich habe hier die unterschiedliche onkologische Phasen von Diagnosen und der Hintergrund zusammengefasst, mit diesem netten Krebs. Die Krebserkrankung selbst kommt vom Tierkrebs. Vielleicht wissen Sie das schon. Also vom Namensgeber ist der griechische Arzt Hippokrates vor etwa 2500 Jahren, hatte diese onkologische Erkrankung als Krebs genannt und seither nennen wir das als Krebs. Und was gibt es dann besondere Stufen bei der Onkologie? Ja, möchte ich das halt zusammenfassen, und das sind dann die Punkte, die nicht nur für Migranten halt besonders sind, auch für die allgemein, für alle Patienten. Und habe ich versucht, dann halt im Hinblick auf diese Webinarreihe die wichtigsten Punkte zusammenfassen, und das motiviert Sie vielleicht dazu, dass Sie die anderen Webinare auch sich zuschauen, weil sehr, sehr wichtige Informationen sehr detailliert auch vorgetragen sind. Und hier kann ich Ihnen dann nur ganz kurz und nur ganz schnell einige wichtige Merkmale und wichtige Stufen erwähnen. Die erste Stufe ist aus meiner Sicht Vorbeugung, Prophylaxe. Ja? Das heißt, als gesunder Mensch, ja, kann ich dann selbst auch etwas bewirken, etwas schaffen mit einer gesunden Ernährung, gesunder Lebensstil und so weiter. Weil mit sehr guten Statistiken und sehr guten Daten wissen wir, dass mehr als die Hälfte von allen onkologischen Erkrankungen vermeidbare Ursachen haben. Das heißt, wenn ich als gesunder Mensch diese Ursachen vermeide, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich dann dass ich dann die damit assoziierte onkologische Erkrankung auch verhindere. Was sind die? Das sagt, wie gesagt, das sagt nicht nur ich, ja, das sagt die österreichische Krebshilfe, Deutsche Krebshilfe und jeder, der sich hier mit diesem Thema ein wenig beschäftigt hat. Viel Bewegung, Reduktion von Körpergewicht, gesunde Ernährung, Reduktion von Alkoholkonsum, Reduktion oder halt Verzichten vom Alkohol trinken oder rauchen, UV-Schutz, Stillen, wenn Sie Kinder haben oder Babys haben, und Hormontherapie vermeiden und Impfungen durchführen und Infektionen vermeiden. Ich habe Ihnen gerade österreichischen Integrationsbericht oder Integrationsreport gezeigt. Ja, das sind leider einige Punkte, wo es anscheinend innerhalb der Population von Menschen mit Migrationshintergrund leider deutlich vermehrt vorkommt. Wenig Bewegung, Neigung zu Adipositas, Rauchen und weniger Impfungen sozusagen. Also somit denke ich schon, das sind dann die besonderen Bedürfnisse, schon mal beginnt von der Vorbeugung, wo ich dann von Seiten der im Hinblick auf die Migration erwähnen kann. Und ein wesentlicher anderer Punkt ist die Prävention. Also das heißt, hier geht es nicht darum, die Erkrankung zu verhindern, sondern die Erkrankung früh zu erkennen. Weil wenn ich eine Erkrankung, das ist für jede Erkrankung so, und für onkologische Erkrankungen spielt das natürlich eine deutlich größere Rolle. Je früher die Erkrankung diagnostiziert wird, desto besser ist die Prognose. Und das sind unterschiedliche Früherkennungsstrategien, die in Österreich etabliert sind. Das sind die Empfehlungen oder halt Untersuchungen, die auf sehr, sehr große epidemiologische Studie basieren, ja, und die dann wirklich für bestimmte Menschengruppe gedacht sind. Also nicht jeder muss ab 20. Lebensjahr alle 2 Jahre Darmspiegelung durchführen, ja. Wann das anfangen soll und in welchen Intervallen sind alle genau wirklich gut geforscht, ja. Und somit wird das von der Staat angeboten. Es beginnt mit Gebärmutterhalskrebs, Früherkennung, Impfung gegen HPV, Mammographie, Darmkrebsvorsorge und Hautselbstuntersuchung. Das sind teilweise sehr einfache Dinge, die dann halt wirklich sehr viel bringen können, weil wir somit die Erkrankung wirklich früh genug feststellen können. Über diese Früherkennungsmethoden gibt es dann jeweils halt eine Webinar in dieser Webinarseite, die ich Ihnen dann auch sehr stark empfehlen kann. Und dann kommen wir zu tatsächlichen onkologischen Situationen. Wenn wir Patienten haben in der Onkologie mit Migrationshintergrund, was sind die besonderen Bedürfnisse? Also ganz, ganz wichtiger Punkt ist der Arzt-Patienten-Kommunikation. Ich muss dann
mich als Arzt gegenüber meinem Patienten gut ausdrücken und Patient muss das natürlich auch gut verstehen und muss sich dann gut ausdrücken können und muss halt die Symptome, halt auch die Vorgeschichte gut artikulieren können, damit ich als Ärztin die beste Therapie meiner Patienten anbieten kann. Und wenn ich meinen Patienten nicht verstehe oder wenn mein Patient mich nicht versteht, ist diese Kommunikation leider nicht vorhanden und das ist leider mit einer ganz ungünstigen Situation und anschließend mit einer ungünstigen Prognose assoziiert. Und Nebenwirkungsmanagement ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben derzeit nicht nur mit Chemotherapie zu tun, sondern wir haben sehr viele neue Therapien, zielgerichtete Therapien, Immuntherapien, Antikörpertherapien, Antikörpertragkonjugate. Das sind unterschiedliche Therapien, die unterschiedliche und sehr besondere Nebenwirkungen haben. Und Patienten müssen darüber gut aufgeklärt sein und müssen darüber aufmerksam gemacht werden, dass sie dann halt ihren Arzt früh genug kontaktieren, wenn diese besonderen Nebenwirkungen auftreten. Das ist jetzt nicht nur Übelkeit. Also das ist, wir wissen das von der traditionellen Chemotherapie, aber das ist jetzt deutlich weniger geworden. Wir haben sehr viele unterschiedliche Tools, aber in dem Fall brauchen wir dann halt wirklich eine gute Kommunikation mit unseren Patienten. Und Komplementär- oder Alternativmedizin ist ein sehr wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Es war eine sehr, sehr große Studie aus Vereinigten Staaten, wo die Patienten mit onkologischen Erkrankungen nach komplementärmedizinischen Methoden nachgefragt worden sind und fast bis zu 80% der Patienten dort verwenden komplementärmedizinische Methoden. Und die behandelnde Onkologinnen haben diese Ratio deutlich weniger eingeschätzt. Ja? Und das ist dann für mich auch in dieser Studie war leider dieser Migrantenstatus von Patienten nicht mit erforscht. Und ich selbst habe den Eindruck, dass das halt bei Patienten mit Migrationshintergrund häufiger vorkommt. Und deswegen, wenn das von Patienten halt von Patientenseite thematisiert wird, ist das für mich ein ganz wichtiges Thema, dass das halt ausreichend mit dem Patienten kommuniziert wird. Psychoonkologische Betreuung ist auch extrem wichtig, nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch für die allgemein mit Krebs Betroffenen. Und leider diesbezüglich gibt es einen ganz großen Bedarf und momentan wenig Möglichkeiten. Und supportive Behandlung bzw. palliative Behandlung ist auch ganz wichtig, besonders bei schwer erkrankter Menschen. Es gibt Studien und Daten aus Deutschland, dass Menschen mit Migrationshintergrund palliativmedizinische Angebote leider deutlich weniger in Anspruch nehmen. Also das hat mehrere Gründe und höchstwahrscheinlich hat das in erster Linie mit der Sprache zu tun. Aber diese Menschen sind halt von Seiten der palliativen Behandlung leider sehr unterrepräsentiert. Und Nachsorge, das ist ganz wichtig. Wir heilen derzeit mit modernen Techniken sehr viele Patienten und diese Patienten kommen wieder in ihrem Alltagsleben zurück und man muss dann halt eine gute Nachsorge und gute Rehabilitation für diese Menschen herstellen. Das ist dann für mich ein ganz besonderes Anliegen, weil wenn ein Patient monatelang halt im Krankenstand ist und all diese Chemotherapie, vielleicht Strahlentherapie und Chirurgie und nachher vielleicht Hormontherapie und unterschiedliche Therapie, Phasen hinter sich gebracht hat, wird das nicht so einfach sein für den Patienten, dass die dann gleich nachher halt alles so machen kann, wie es vorher. Und deswegen ist eine gute Begleitung für Patienten während dieser Rehabilitationsphase ganz wichtig. Ich habe Ihnen vorhin auch gezeigt und es ist auch meine Erfahrung bei mehreren Patienten erlebt, dass das schon ein Thema war bei Menschen mit Migrationshintergrund, weil sie dann halt solchen Arbeiten, Berufen arbeiten, wo es eine körperliche Anstrengung vorhanden ist, also damit assoziiert ist, dass sie sich einfach nicht mehr trauen, ihre vorherige Job zu machen, wenn sie dann halt vom Krankenstand zurückkommen und sie haben Angst, ihren Job zu verlieren, weil sie einfach nicht mehr so belastungsfähig ist. Ja, ein anderer ganz, ganz wichtiger Punkt, Angehörigen von Krebspatientinnen, das ist ein wichtiger Kapitel auch für alle Krebspatientinnen, nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund. Aber ich muss sagen, also Menschen mit Migrationshintergrund haben, ich meine, das kann dann wie ein Dilemma aussehen. Also sie sind die Menschen mit Migrationshintergrund, sie haben ja zwar nicht viele Familien, aber wenn wir uns dann die onkologischen Patienten ansehen, sehen wir, dass meistens
sind die Menschen mit Migrationshintergrund, die mit Angehörigen halt in der Klinik sind. Ja, weil das ist schon eine bekannte Tatsache, das ist eine gut geforschte Tatsache. Menschen im Migrationsland haben dann deutlich enge Beziehungen und die versuchen sich dann halt gegenseitig dann gut zu unterstützen. Halt die wenig Familienmitglieder, die vorhanden sind, sind dann viele davon meistens da. Und somit sind viele davon halt betroffen. Das ist nicht nur die Erkrankung, die vom Patienten selbst, sondern die Erkrankung von der gesamten Familie. Deswegen aus meiner Sicht, die gesamte Familie muss entsprechend in die psychoonkologische Betreuung mit einbezogen werden. Und dann die letzten zwei Slides über praktische Lösungen für spezielle Bedürfnisse. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das jetzt mal ein Thema angesehen wird, dass man das Problem erkennt und thematisiert. Und somit bin ich dann sehr froh, dass diese Thema halt in diese Webinarreihe auch mit abgebildet ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das erkennt und dass man das darstellt. Und ein anderer Punkt habe ich bereits erwähnt, dass wir, denke ich schon, dass wir dieser Know-how von Vereinigten Staaten nach EU transferieren können. Und dieser Migrationsreport, das ich gerade erwähnt und zitiert habe, von gewählt Gesundheitsorganisation, es wäre sehr schön, wenn wir so eine Austrian-Version von diesem Migrationsreport, das ist dann die entsprechenden Daten werden sicherlich erhoben und das soll nicht so schwierig sein, halt so ein von Statistik aus so diesen Report darzustellen. Drei Beispiele zum Beispiel von Vereinigten Staaten, drei große Studien von Lymphdrüsenkrebs, Prostatakrebs und Brustkrebs, wo sie dann sehen, dass dann die Ethnizität auch mit abgebildet wird, aber sie sehen Black People, also dass die dann wirklich sehr, sehr, sehr niedrig in den klinischen Studien mit abgebildet sind. Also das ist ein Thema, die arbeiten dran und ich denke schon, dass wir auch langsam daran arbeiten und einige halt praktische Hinweise. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Informationen leicht und unkompliziert zugänglich gemacht werden. Ich habe mir, wie gesagt, die Webseite von Centers for Disease Control and Prevention von Vereinigten Staaten angesehen. Es sind unterschiedliche halt Angebote eben für die afroamerikanischen Menschen, also zum Beispiel Face Your Health. Das ist eine Webinarreihe für Gesundheitspersonal, damit Gesundheitspersonal das lernt, wie sie halt mit den besonderen Bedürfnissen und besonderen gesundheitlichen Problematiken von afroamerikanischen Menschen umgehen können. Und das habe ich wirklich sehr interessant gefunden, dass so eine Fortbildungs- und Webinarreihe speziell für eine vulnerable Gruppe angeboten wird. Oder ein anderes Projekt, Project BAT, Black People Against Tobacco. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Gruppe halt explizit erwähnt wird, weil wenn ihre Gruppe erwähnt wird, dann fühlen sie sich angesprochen. Ja, also damit denke ich schon, dass man da mehr Erfolg kriegen kann. Oder halt ein anderes Tool, Talk to Nathan. Also das habe ich dann auch sehr cool gefunden. Das ist ein künstlicher Intelligenz-Tool. Dieser Tool redet mit Ihnen über Prostatakrebs. Ja? Und das ist in Zeiten wie diese, glaube ich, wo die künstliche Intelligenz von allen halt Richtungen wirklich einen Aufschwung haben, denke ich schon, dass wir die künstliche Intelligenz Möglichkeiten diesbezüglich gut verwenden. Für die Frauen so eine App wie Sprech mit Aische oder so machen, also wo halt ein künstliches Intelligenz-Tool mit den Frauen spricht. Das kann natürlich ein ärztliches Gespräch niemals ersetzen, aber trotzdem in eine gemütliche Situation könnte es dem Patienten oder halt Menschen, die noch nicht Patienten sind, helfen, diesbezüglich sich interaktiv informieren zu können. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist der Zugang zu professioneller Übersetzung. Ich glaube, wiederum in Zeiten wo diese, wo wir dann zu Online-Tools und Online-Möglichkeiten sehr gut erreichen können, auch Online-Übersetzer oder halt künstliche Intelligenz-basierte, damit wir mit unseren Patienten wirklich gut kommunizieren können, wäre gut denkbar. Und wenn dann das halt etabliert ist, da können wir besonders die Nebenwirkungsmanagement anhand unterschiedlicher Patienteninformationsblätter organisieren. Und Psycho-Onkologie habe ich gerade erwähnt, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt in Deutschland in manchen Städten Ambulanzen, interkulturelle psycho-onkologische Ambulanzen. Also die Idee habe ich sehr toll gefunden, weil hier geht es nicht immer
um die Sprache. Auch Menschen, die Sprache des Landes sehr gut sprechen, wollen manchmal tatsächlich von jemandem diese Situation noch einmal zuhören. Das erlebe ich sehr oft. Ja. Gar nicht so selten kommen manche türkische Patienten zu mir, die eigentlich sehr gut hier geboren sind, eigentlich sehr gut Deutsch sprechen, aber trotzdem einiges wollen sie dann halt von mir hören, weil eben halt diesbezüglich kulturelle vielleicht Aspekte auch mit einbezogen wird. Ich glaube, diesbezüglich diese Ethnomedizin oder interkulturelle Ambulanzen berücksichtigen im Hinblick auf die interkulturelle Bedürfnisse wären sehr hilfreich und natürlich Unterstützung und Empowerment von Angehörigen. Genau, es sind dann einige mehrsprachige Service-Tools von österreichischen Gesundheitssystemen. Anderssprachige Möglichkeiten gibt es. Es gibt diese Erklärvideos, wo bekomme ich Hilfe? Das sind Videos in unterschiedlichen Sprachen und auch die Broschüre, die sind im AKH zum Beispiel im Eingangsbereich zu finden, Chinesisch, Russisch, Türkisch und Ukrainisch. Es sind viele Sprachen verfügbar und auch die Videos sind wirklich sehr gut vorbereitet. Ich habe mir alle Videos eingesehen und auch die türkische Versionen, die sind wirklich sehr informativ, kurz und verständlich vorbereitet. Die kann man natürlich die Patienten, selbst wenn jemand von Gesundheitsbereich da ist, können wir unseren Patienten empfehlen. Und österreichische Krebshilfe bietet zwar nicht direkt anderssprachige Betreuung an, aber kann ihnen helfen, wie sie dann halt anderssprachige Betreuung finden und ansuchen. FEM ist zum Beispiel ein Beispiel. Bei FEM gibt es schon für viele Sprachen Unterstützung für die Frauen, psychoonkologische und auch Unterstützung von anderen Gesundheitsbereichen kann von FEM auch bekommen werden. Oder Orient Express, eben wiederum ein Verein, der wird auch vom Bundesministerium unterstützt, der auch anderssprachige Angebote durchführt. Und somit möchte ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Vielen herzlichen Dank, Aygül. Sehr, sehr interessant und es wird ganz klar, dass es ein sehr komplexes Thema ist, wo Ja. auch teilweise einfach Erfahrungen und Daten fehlen. Es gibt hier einige Fragen im Chat. Eins betrifft Dr. Google. Wir wissen ja aus dem Klinikalltag, dass viele Patienten und Patientinnen zu uns kommen mit Informationen, die sie im Internet gefunden haben. Das wird ja von uns immer kritisch gesehen und ist auch eine Datenquelle, die oftmals nicht sehr verlässlich ist. Meinst du, dass Menschen mit Migrationshintergrund Google mehr oder weniger verwenden? Ja, vielleicht suchen sie dann auch in anderen Sprachen. Also wie würdest du Ja. dieses Problem einschätzen? Also genau Daten habe ich leider nicht in der Hand, aber gefühlmäßig denke ich schon, dass sie Google deutlich mehr verwenden. Ich meine, das ist ja gut denkbar, dass sie dann halt Google oder halt diese Technik und so weiter mehr verwenden, weil sie dann halt, es gibt diesbezüglich Berichte, ja, dass diese Menschen mit ihrer Familie in ihrem Herkunftsland kommunizieren sollen. Deswegen verwenden sie an und für sich solche so Kommunikationstools und Kommunikationsmöglichkeiten deutlich, deutlich mehr. Also ich glaube, Menschen mit Migrationshintergrund haben vom Anfang an gleich iPhones oder Smartphones gehabt, weil es eben ihnen ermöglicht, dass sie halt mit den Angehörigen damit kommunizieren. Und gefühlmäßig habe ich den Eindruck, dass sie deutlich mehr verwenden. Aber das ist natürlich für alle Patienten gefährlich. Für Menschen mit Migrationshintergrund sehe ich Dolmetsch-Google eher gefährlicher, weil besonders während wir halt diese wirklich große Ansturm von ukrainischen Patienten erlebt haben, weil die sind dann auf einmal gekommen und es hat dann überall gefehlt, Dolmetsch und so weiter, haben wir bemerkt, dass viele Patienten halt mit Google-Dolmetsch zu uns gekommen sind und das ist einfach nicht ausreichend. Da kommen manchmal wirklich komplett irrsinnige und komplett sinnlose Dinge, wenn die Patienten versuchen, mit uns zu kommunizieren. Ich glaube, das halte ich dann deutlich gefährlicher. Ein anderer Punkt, was ich dann vielleicht jetzt kurz erwähnen kann, Europäischen Onkologengesellschaft, ja, ESMO, versucht gerade unterschiedliche Patienten Informationsbroschüre vorzubereiten. Wir haben vor kurzem, vor einem Monat in Madrid, der letzte Kongress gehabt. Dort wurde diese Broschüre für Magen-Ösophagus-Erkrankungen zum Beispiel vorgestellt. Dort wird tatsächlich die wissenschaftliche
verständliche, so mit einer verständliche und dann nicht wissenschaftliche, mit einer nicht wissenschaftliche Sprache formulierte Situation onkologische Erkrankungen dargestellt und zusammengefasst. Das ist wie ein Büchlein, das ist wie eine Richtlinie sozusagen. Die englische würde vorbereitet. Das wird derzeit in mehreren Sprachen übersetzt. Das ist natürlich für Menschen mit Migrationshintergrund ein großer Vorteil, weil wir dann gleich halt im Internet wirklich die saubere Information direkt von der Quelle finden können und unsere Patienten das direkt anbieten können. Es wird hoffentlich bald auch die deutsche Übersetzung verfügbar sein. Ja, das kennen wir auch aus dem Klinikalltag sehr gut, das Problem des Dolmetschens. Da gibt es ja unterschiedliche Arten, wie das so im täglichen Leben gehandhabt wird. Teilweise bringen Patienten Angehörige mit und bitten die oder Freunde, Bekannte bitten diese zu dolmetschen. Nur das ist natürlich sehr schwierig, weil man den Angehörigen natürlich auch in eine schwierige Position bringt. Ja, weil wir sprechen ja zum Teil über sehr schwerwiegende Erkrankungen, Diagnosen und Situationen. Und jemand, der hier keine Erfahrung hat und nicht geschult ist, ist wahrscheinlich und auch dazu ein nahes Verhältnis hat zum Patienten, zur Patientin, ist möglicherweise nicht die richtige Person. Auch aus unserer Sicht, wir wissen ja oftmals gar nicht, ob die Informationen, die wir weitergeben, auch ungefiltert ankommt. Also das ist jedenfalls etwas, was wir nicht so gerne sehen. Also eigentlich so handhaben wir es auch in unserer Abteilung, dass wir halt mit professionellen Dolmetsch-Services arbeiten, entweder vom Spital zur Verfügung gestellt durch Mitarbeiter des Hauses oder seit einem Jahr oder so oder 2 Jahren haben wir so ein Videodolmetsch-System, mit dem man fast alle Sprachen abdecken kann und das auch halt über Datenschutz bis und rechtliche Aspekte auch geklärt ist und auch ganz gut funktioniert. Also ich weiß nicht, was da deine Erfahrung ist. Genau, also vielleicht zu dem kann ich mich auch ganz gut äußern. Genau, das ist dann genau die Problematik, wie du das dargestellt hast. Ja. Patienten kommen manchmal mit minderjährigen Kindern, die übersetzen. Und das Kind kann natürlich auch, wenn das Kind hier geboren ist, das Kind kann nicht alles verstehen. Und manchmal sind teilweise wirklich sehr vulnerable Dinge, die man mit Patienten halt unter 4 Augen besprechen muss. Und das wurde als eine große Problematik auch in einigen deutschen Studien dargestellt, dass die Ärzte das als ein ganz großes Hindernis sehen, dass die dann das Gefühl haben, dass es nicht alles übersetzt wird, was sie den Patienten sagen, weil das können sie von nicht-verbalen Reaktionen von Patienten interpretieren. Ich habe dies natürlich auch vor kurzem eine Erfahrung gemacht. Ein Patient, den ich seit etwa 3, 4 Jahren betreue, der wirklich eigentlich sehr compliant ist, ein älterer Herr, spricht an und für sich die Sprache. Es war nicht so, dass er nicht sprechen konnte. Wir konnten uns gut kommunizieren. Er hat die Termine immer sehr gut eingehalten, die Blutabnahmen rechtzeitig gemacht, die Chemotherapien hat er bekommen. Also er war wirklich ein ganz, ganz braver Patient, der dann halt regelmäßig bei mir in der Ambulanz war, aktive viele Therapielinien bekommen und immer wieder sein Enkelsohn hat ihn begleitet. Enkelsohn war 30 Jahre alt, ein erwachsener Mensch. Enkelsohn hat teilweise auch übersetzt und für mich habe ich dann die Situation nie in Frage gestellt, dass eine Kommunikationsstörung oder halt eine Dolmetschstörung oder eine Sprachstörung vorliegen konnte. Und die Videodolmetsch habe ich dann einmal bei ihm verwendet. Ich habe gesagt, das war neu, diese Videodolmetsch und verwende ich dann mit Herr XY, obwohl ich das Gefühl hatte, dass wir uns kommunizieren. Und also der Patient hat dann bisher in meiner Ambulanz noch nie so lange gesprochen, wie er mit diesem Videodolmetsch gesprochen hat. Auch mit seinem Enkelsohn, als er und Enkelsohn waren an und für sich auch nett und habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass sie irgendeinen familiären Konflikt hätten. Aber auch wenn Enkelsohn mit war, hat er seine Gefühle oder seine Problematik nicht wirklich hundertprozentig dargestellt. Also somit ist es für mich dann wiederum klarer geworden, dass wir hier tatsächlich professionelle Übersetzung brauchen und dass wir es nicht hundertprozentig auf dem Schulter vom Patienten halt liegen lassen. Ja. Ja, absolut. Das ist die mündliche Kommunikation und besonders schwierig ist auch bei den schriftlichen Befunden. Ja, es ist ja auch manchmal so, dass Patienten und Patientinnen mit Migrationshintergrund Befunde aus einem anderen Land mitbringen. Ja, also weil sie halt, weiß nicht, operiert worden sind, wie sie gerade halt im Heimatland waren oder so immer. Und dann hat man einen Befund auf Türkisch, mit dem du vielleicht verstehst, aber ich nicht.
Und dann wird es auch zu einem rechtlichen Problem. Da müsste man das notariell Ja. übersetzen lassen. Das kostet dann wieder was, Ja. vergeht Zeit und so. Und wer macht das, wer zahlt das, wie geht das und so. Also da gibt es schon wirklich auch ungelöste Probleme Ja. in diesem Feld. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, genau. Du hast Lateinamerika auch erwähnt in deinem Vortrag. Es gibt hier eine Frage einer Dame aus Ecuador. Ob es bestimmte Daten, bestimmte Erfahrungen für Migranten mit lateinamerikanischem Hintergrund, Ursprung gibt. In Österreich, also ich hab ja eine Grafik gezeigt von Ländern, wo die Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich stammen. Und da sind die Länder mit abgebildet, wo mindestens, glaube ich, 6.000 und mehr Menschen vorkommen. Und ich denke, aus Ecuador sind deutlich weniger Menschen als 6.000 in Österreich vorhanden. Ecuador war auf jeden Fall auf diesem Diagramm nicht dargestellt. Und ich hatte Patienten gehabt von Südamerika. Ein paar Patienten hatte ich schon gehabt. Aber ganz ehrlich, für österreichisches Beispiel, als eine separate Gruppe kann ich nicht wirklich über konkrete Erfahrungen sprechen. Aber natürlich ist das eine ganz signifikante und große Gruppe in den Vereinigten Staaten und die werden momentan auch in klinischen Studien mit einbezogen und als eine separate Ethnizität auch berücksichtigt. Aber für Mitteleuropa fehlt uns, glaube ich, an Daten, weil es eine ganz kleine Gruppe darstellt. Okay. Zum Thema Früherkennung. Was kann man denn tun, um Menschen mit Migrationshintergrund zu Früherkennungsstrategien zu motivieren? Weil natürlich wäre es immer Ja. schöner, eine Krebserkrankung frühzeitig zu entdecken, kann man Ja. besser behandeln, vielleicht noch operieren, vielleicht sogar heilen, einfacher als in späteren Stadien. Ja, ja, genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe ja auf einem Slide gezeigt, ja, also Prävention, die Vorbeugung, ja, dass man dann die Erkrankung gar nicht bekommt. Und die zweite Stufe ist eben die Früherkennung, ja, also so wie die Mammographie, Darmspiegelung und Hautselbstuntersuchung und HPV-Impfung und so weiter. Das sind sehr gut etablierte Methoden. Ich denke, die Hausärzte können wir dafür gut gewinnen bzw. gut motivieren, weil wir haben in Wien, aber auch in Gesamtösterreich, sehr viele Hausärzte mit Migrationshintergrund und ich denke schon, dass sie dann auch gut mitmachen würden. Wenn wir dann Aufmerksamkeit, weil ich habe ja kurz erwähnt, auch auf einem Slide, dass in Vereinigten Staaten die vom Center for Disease Prevention Webinarreichen für Gesundheitspersonal selbst organisiert werden. Das heißt, Gesundheitspersonal wird selbst auf diese Situation aufmerksam gemacht. Und ich denke schon, also sowas können wir auch für die Hausärzte verwenden, dass wir dann die Hausärzte allgemein, also nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch für die gesamte Bevölkerung, aber halt mit Schwerpunkt für Menschen mit Migrationshintergrund, können wir die Hausärzte dazu motivieren, sozusagen, dass sie dann halt diesbezüglich mehr darauf acht geben und dass sie ihre eigenen Patienten dazu motivieren. Das wäre nur eine Idee halt, ja. Du hast auch die Namen einiger Institutionen genannt, die mehrsprachige Dienste anbieten. Ja. Kannst du da noch mal kurz darauf eingehen, wo sich Patienten Ja. und Angehörige in Österreich, in Wien am besten hinwenden Ja. können, um mehrsprachige Angebote zu finden? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist so, es gibt die österreichische Krebshilfe und österreichische Krebshilfe hat in jedem Bundesstaat halt wie eine Krebshilfe und so weiter. Und im letzten Webinar, das habe ich dann auch selbst zugehört, also Frau Magister Karin Isaak hat auch darüber gesprochen. Das war wirklich ein wunderschönes Webinar. Ich habe selbst auch Krebshilfe angerufen, weil ich selbst auch leider die Möglichkeiten nicht kenne, welche mehrsprachige Möglichkeiten oder Service oder Angebote zu finden sind. Also die sind wirklich sehr, sehr nett und sie versuchen zu helfen. Also direkt österreichische Krebshilfe bietet kein Service an diesbezüglich. Die haben leider kein Angebot. Aber wenn man dort anruft, also ich habe mich nicht als Ärztin vorgestellt, gebe ich zu, ja. Aber ich habe eine ganz, ganz nette Betreuung und eine ganz nette Information bekommen von der Dame.
Das heißt, ich würde dann unsere Patienten auch sehr stark dazu motivieren, dass sie dort anrufen können, weil die Dame hat mir wirklich schnell mehrere und ich habe nur drei, vier davon halt auf diesem Slide erwähnen können, weil ich dann halt nicht jeder sozusagen Institut anrufen und nicht von jedem Institut direkt die Info bekommen könnte. Das sind die, die ich dann weiß, dass sie dann tatsächlich derzeit haben. Ja? Aber Österreichische Krebshilfe hat noch eine längere Liste von Möglichkeiten. Ich denke, wenn jemand halt diesbezüglich Unterstützung braucht, stellen Sie sich gut zur Verfügung und informieren Sie sich diesbezüglich. Ja? Okay, Die sehr gut, ja. Krebshilfe informiert die Patienten, meine ich. Ja, genau. Krebshilfe ist immer eine sehr gute Anlaufstelle, ja, Ja, für Fragen aller Art. habe ich den Eindruck auch bekommen. Ja. Migrationshintergrund und ethnische Zugehörigkeit haben möglicherweise auch einen Einfluss auf die Art der onkologischen Erkrankung. Gibt es da unterschiedliche onkologische Erkrankungen, die bei unterschiedlichen Ethnizitäten besonders auftreten? Ja, kann man, ja, das wird natürlich sehr intensiv geforscht, ja. Wir wissen aber, zum Beispiel Menschen in Asien sind deutlich mehr an gastroösophagealen, also Tumoren von Speiseröhre und Tumoren von Magen erkrankt sind. Man weiß nicht, ob das direkt mit der Ethnizität oder mit Genetik zu tun hat oder mit dem Lebensstil, mit Lebensweise. Aber Tatsache ist, weil man hat die Menschen geforscht, die von Asien nach Vereinigten Staaten migriert sind oder nach Kanada. Das heißt, die ernähren sich dann nicht mehr so wie in ihrem Heimatland. Aber diese Risiko oder die Ratio von Erkrankung war trotzdem mehr als die amerikanischen einheimischen Bevölkerung. Das heißt, die Genetik spielt dann sicherlich, oder halt die Ethnizität spielt anscheinend tatsächlich eine Rolle. Oder es gibt halt Communities, dann die dann halt wirklich konservativ sind, wo dann die unterschiedliche oder bestimmte Veränderungen halt nicht weiter verdünnt wird und innerhalb dieser Community bleibt. So wie die Birka-Genmutation oder halt den Lynch-Syndrom Zustände. Also da wissen wir, dass dann eine bestimmte Erkrankung wie der Darmkrebs oder wie der Brustkrebs eben innerhalb einer Community deutlich häufiger vorkommt, ja, oder halt für die asiatische Ethnizität, ja. Aber wie gesagt, ich habe dann auch den Slide gezeigt, mehr als 50% von allen onkologischen Erkrankungen haben vermeidbare Genese. Ich glaube, das ist wirklich eine große Take-home-Message, ja, dass wir selbst auch viel bewirken können. Okay, vielen Dank. Wir sind fast am Ende der Zeit. Eine allerletzte Frage gibt es noch für dich. Und was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung bei der Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund in der Onkologie? Ja, ich glaube, das ist, ja, das habe ich dann halt auch erwähnt in einigen Stellen auf meinem Vortrag. Also das ist dann die sprachliche Situation höchstwahrscheinlich, ja. Und wie gesagt, wenn ich mich dann halt nicht richtig ausdrücken kann und wenn mein Patient mich nicht versteht und wenn ein gewisser Vertrauen nicht aufgebaut wird, wenn ich die Therapie, die ich vorhabe, und ich habe vor allem eine Aufklärungspflicht, ja, Patient. Ich muss dann meinen Patienten aufklären, worum es geht, über die Therapie, über Nebenwirkungen, über die Prognose. Und wenn das alles nicht richtig geschieht, dann ist dort ein großes Problem. Und ich denke, das ist das größte Problem. Und in Zeiten wie diese ist das halt mit wirklich sehr praktikable Lösungen zu beseitigen, so wie Videodolmetsch, das, was du erwähnt hast. Ich glaube, das war ein ganz wunderbares Tool. Und ich glaube, mit solchen Tools ist das gut lösbar. Super, vielen herzlichen Ja. Dank, Al-Jibril. Danke. Es war super interessant und ein sehr würdiger Abschluss unserer Webinarserie. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, Al-Jibril, für den Vortrag und die Diskussion. Ich möchte auch die Gelegenheit ergreifen, mich ganz herzlich beim Team im Hintergrund zu bedanken, das uns über die vielen Monate hier begleitet hat und sehr professionell unterstützt hat. Die Webinarfabrik mit Herrn und Frau Muffat und Frau Magister Karin Kröll, die das Projektmanagement übernommen hat und uns eben geholfen hat, diese Webinar-Serie umzusetzen. Damit wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir in der Zukunft weitere Formate dieser Art anbieten können. Danke, Aischegül, nochmal einen schönen Abend. Bitte, guten Abend, tschüss.